Hä? Du warst doch aber nicht der, der hier gerade so gegen meine Dinger gedingst hat, oder? Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Arbeitspulli und die Leute sagen immer: Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Okay. Wie zum Teufel soll ich da jetzt eine Überleitung finden zu unserem Lieblings-YouTuber, der kein YouTuber mehr ist? Ah, ich hab's. Das war Gesang. Gesang kam früher vom Barden. Hören wir uns also etwas an von einem Barden, der etwas mit einem Drachen zu tun hat. Vom Drachenbaden. Ich übergebe das Wort und den Stab an Rainer.w. Metal-Leute, servus und herzlich willkommen. Was möchte ich heute von euch? Ich möchte euch heute was erzählen. Und zwar möchte ich heute die Geschichte vom Drachenlord erzählen. Und zwar so, wie sie wirklich war. Glaubt nicht das, was der Einzige in seiner elendlangen, übrigens sehr guten Videoreihe macht, das, was Rainer uns jetzt erzählt. Das ist die wirklich wahre Wahrheit. Ja, mein Name hat nämlich eine lange Tradition. Ja, seit 2010. Der Drachenlord ist seit mehr als... Eigentlich ist er seit Anbeginn der Zeit unterwegs. Rainer, wann war das? Wann hat genau die Zeit angefangen? Den Drachenlord gibt's bereits seit mehr als... Ja, eigentlich seit Anbeginn der Zeit eben. Ach so. Okay, das klingt ziemlich lang. Und der Drachenlord ist eines Tages einfach erschienen. Niemand weiß warum, niemand weiß wieso. Weiß man, wessenthalben? Die einzige Person, die weiß, wieso der Drachenlord und von wem der Drachenlord erschaffen wurde, ist der Drachenlord selbst. Dann frag ihn mal, vielleicht erklärt das uns. Der Drachenlord... Also ich werde euch heute diese Geschichte erzählen. Wie ist der Drachenlord entstanden? Was hat ihn erschaffen? Und noch viel wichtiger, was hat er in Zukunft vor? Und die wichtigste Frage, wer hat den Käse zum Bahnhof gerollt? Der Drachenlord ist ein, wie gesagt, sehr altes Wesen. Und der Drachenlord ist erschaffen worden durch die Kraft der Musik. Ah, Heino, Kelly Family, alles klar. Nicht durch die Kraft des Metal, nicht durch die Kraft des irgendeiner anderen Genres. Ach, wie schön damals, als er noch Genres sagte. Einfach nur durch die Kraft der Musik. Ja, Musik gab es nämlich schon, bevor es Leben gab. Wüsste wieder keiner. Die Musik ist etwas, das den Drachenlord immer fasziniert hat. Es war eine solche allgewaltige Kraft. Sie ist überall sichtbar, überall spürbar. Seht ihr die Musik gerade? An eurer Tapete? Nee, da drüben. Ja, ihr müsst schon genau hingucken, dann seht ihr die Musik. Ja, genau da. Da läuft sie. Sieht gut aus, gell? Der Drachenlord hat sich's angewöhnt, mit seinem treuen Stab durch die Welt zu reisen. Und es ist ein schöner Stab, aus naturbelassenem Plastik. Aber gut, solche Stäbe, das hat man eben. Gut, das hat man eher als Kind. Rainer, wie alt bist du eigentlich da gewesen, als du das Video aufgenommen hast? Mal überlegen, das war von 2018, glaube ich. Moment, tüdeldü. Rainer, kannst du mir mal kurz auf die Sprünge helfen, wie man das ausrechnet? 2011 wurde ich 12. 2015
26. Alles klar, Rainer, weiß ich Bescheid. Dann warst du 2018 39. Kommt das hin? Okay, das ist ein bisschen alt für so einen Plastikstab. Aber okay, wenn man älter als die Zeit ist, da sieht man das vielleicht ein bisschen anders. Und mit diesem treuen Stab hat er viele Gefahren überwunden und im Lauf von mehreren Jahrhunderten, ja gar Jahrtausenden, hat der Drachenlord es geschafft, ein Wissen an sich zu bringen, das nur wenige besitzen. Und er verbirgt es. Und er verbirgt es unglaublich gut. Ist gar niemand. Heute existieren nur noch ganz wenige ausgewählte Personen, die diese allgewaltige Kraft in sich tragen. Die Kraft der Drachen. Die Drachen sind heute leider nicht mehr unter uns. Das waren sie früher auch nicht. Da waren sie nämlich über uns, weil Drachen können fliegen. Wären sie unter uns, wären es Maulwürfe. Wusste auch wieder keiner. Es gab vor knapp 2500 Jahren einen Krieg, einen Kampf zwischen dem Drachenlord und einem anderen Wesen. Niemand weiß, ob es ein Mensch war oder irgendein anderes Wesen, ob es gar ein Drache war. Keiner weiß es mehr. Ich würde fast wetten, der Drachenlord weiß es noch. Aber eins ist sicher, diese Kraft, diese Stärke des Drachenlords und die des anderen Wesens hat die Kraft des Drachenlords in Anspruch genommen. Er musste die Welt und alles in ihr vernichten, damit... Och Mensch, das ist aber schade. ...die Welt gerettet werden konnte. Er musste die Welt vernichten, damit sie gerettet werden kann? Okay. Das Ganze ist jetzt mehr als 2500 Jahre her. Ja, du sagtest es bereits. Die Drachen und der Drachenlord waren damals das Einzige, was existierte. Dann hat er gegen einen anderen Drachen gekämpft, wenn es sonst nichts gab. Eigentlich logisch, oder? Das Einzige, was überlebte. Und nach diesem Ganzen, nach dieser allgewaltigen Kraft, nach diesem allgewaltigen Kampf, beschlossen die Drachen, Ofenkäse zu essen. Wegzugehen. Ach so. Aber das mit dem Ofenkäse wäre auch schön gewesen. Die Drachen ließen den Drachenlord alleine. Genau wie Rita, Ramona, Emala. Sie sagten, eines Tages würden sie wiederkommen. Eines Tages würden sie wieder da sein. Um mit ihm zusammen und den Wesen, die dann existieren. Denn sie wussten, es wird irgendwann wieder was existieren, außer dem Drachenlord. Dann würden sie zusammen mit dem Drachenlord und den Wesen die Welt beherrschen. Psst, Rainer, ich erzähl dir mal was. Bleib dabei unter uns. Die haben dich verarscht. Die Welt, wie wir sie kennen, ist also mehr oder weniger durch Zufall entstanden. Der Drachenlord hat eine Kraft entfesselt, die den ganzen Planeten fast vernichtet hätte. Vorhin hat er doch die Welt zerstört, um sie zu retten. Jetzt hat er sie nur fast zerstört? Okay. Auf jeden Fall sicher ist, dass die gesamte Welt vernichtet wurde. Ja, was denn nur? Nun ja, so oder so, eines ist sicher. Die Steuer, außer bei dir, die zahlst du in den USA. Die Welt wird irgendwann einen weiteren solchen Kampf erleben müssen. Denn wenn wir eines wissen, ist es, dass die Menschen diesen Planeten lieber zerstören würden, als ihn mit anderen zu teilen. Rainer, die Menschen teilen diesen Planeten. Seit es die Menschheit gibt, teilt sie den Planeten mit allen anderen Lebewesen, die es auf dem Planeten gibt. Das funktioniert sogar relativ gut. Ähnlich intelligent wären wie sie selbst. Ach so, die ähnlich intelligent sind. Gut, Delfine sind relativ intelligent, Hunde sind intelligent, Schweine sind intelligent. Menschen können sich ja nicht mal selbst kontrollieren. Ich meine, seht euch das an. Kriege,
auf der ganzen Welt. Überall vereinzelte Kämpfe. Die Menschen sind sich uneins. Ja, wir sind sich zum Beispiel uneins. Darf man einfach durch ein mittelfränkisches Dorf laufen? Oder wird man da mit Stücken beworfen? Und das wird sie irgendwann vernichten. Der Drachenlord, also ich, versucht jetzt was dagegen zu unternehmen. Natürlich brauche ich eure Hilfe dafür. Dafür, dass er so mächtig ist, braucht er aber ganz schön viel Hilfe. Der Drachenlord spricht gerne in der dritten Person von sich, wie man merkt. Das liegt daran, dass er fast 500 Jahre alleine war. Vor fast 500 Jahren. Gschmarre. Vor fast 2000 Jahren, 2013 Jahren, um genau zu sein, sind die Menschen entstanden und haben sich entwickelt. Bitte was? Vor 2013 Jahren sind die Menschen entstanden? Rainer? Hallo? Erstmal hast du vorhin gesagt, vor 2500 Jahren hat der Drachenlord gegen jemanden gekämpft, der auch ein Mensch hätte sein können? Jetzt sind die Menschen vor 2000... Sag mal, was glaubst du eigentlich, wie die Menschheit entstanden ist? Ich glaube, er stellt sich das so vor. Irgendwann ploppten die Menschen auf. Der Winter ging ins Jahr. Der Frühling kam und ging. Es wurde Sommer, es wurde Herbst. Es ging wieder auf den Winter zu. Und einer der Menschen sagte zu einem anderen Menschen, du Erwin, ich nenne ihn jetzt einfach mal Erwin. Du Erwin, es gibt uns Menschen jetzt schon fast seit einem Jahr. Wäre es nicht unglaublich lustig, wenn wir sowas wie einen Kalender erfinden, auf dem wir die Jahre zählen, die es uns Menschen gibt? Und wenn wir irgendwann mal alt und tot sind, können unsere Nachfahren diesen Kalender fortführen. Das haben sie gemacht und mittlerweile sind das schon 2023 gezählte Jahre. Unfassbar. Ich glaube, der glaubt das wirklich. Er sagt zwar gerne, dass er so geschichtsversessen ist, aber der Mann ist eine laufende Bildungslücke, das ist unfassbar. Der Drachenlord fand die Menschen von Anfang an sehr interessant. Ja, besonders die Weibchen, ne? Gell, Rainer? Ja, komm, gib's zu. Wesen, die ähnlich waren wie er und doch so zerbrechlich. Nicht unsterblich, sondern kurzlebig, wie der Morgentau. Na, aus welchem Film hast du das Zitat? Er hat sich durch seine Kraft und seine Magie in einen Menschen verwandelt, um unter ihnen zu leben. Unerkannt, die Menschen studierend. Da hätte er sich aber auch besser verwandeln können. Also ganz ehrlich, wenn ich irgendein mächtiges Wesen wäre und könnte mich in einen Menschen verwandeln, ich werde mich doch nicht in Rainer Winkler verwandeln. Ich werde dann irgendwie, keine Ahnung, Brad Pitt oder so. Was er gesehen hat, macht ihn traurig. Was denn, ein Spiegel? Sorry. Zu wenig Liebe, zu wenig Verstand. Und kein Ofenkäse. Ein Mensch ist intelligent. Ein ganzer Haufen Menschen ist ein Haufen dummer, wilder Tiere. Und ein schlechter YouTuber zitiert Men in Black. Nun ja, ich möchte zusammen mit euch heute dieses Ganze ändern. Auf der Reise durch das Land, das sich YouTube nennt. Das Land YouTube. Okay. Ist mir etwas aufgefallen. Es gibt einen Herrscher. Einen ziemlich gewaltigen Herrscher. Dieser Herrscher nennt sich Lord Abaddon. Lord Abaddon ist ein anscheinend sehr beliebter und starker Herrscher. Ja, vor allem einer mit sehr, sehr vielen Followern, der damals richtig Kohle gemacht hat. Reini, könnte es sein, dass du gerade versuchst, dich an ihm hochzuziehen? Seinem Gebiet. Eines, was mir nicht gefällt, ist, dass er mehr Abos hat als du. Er versucht, ganz YouTube zu unterwerfen. Sag ich doch. Etwas, was mir gefällt, ist die Art, wie er es tut. Im Vergleich zu allen anderen Herrschern, die
der Drachenlord je gesehen hat. Und es waren alle bisherigen Herrscher. Rainer, zähl mal bitte 5 Stück auf. Von Leuten und Herrschern, die noch gar keiner gekannt hat, bis zu dem Punkt, wo sie starben, wo sie untergingen, die Reiche zerfielen. Rainer, zähl bitte 5 historische Reiche auf. All das machte den Drachenlord sehr traurig. Doch Lord Abaddon ist jemand, der versucht, die Welt durch Liebe zu einen, durch Freundschaft. Na, das mit der Liebe ging ja später ein bisschen schlecht aus. Was war das? War da nicht was mit Kinderpornografie oder so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich will ihm jetzt auch nichts anhängen, was nicht stimmt, aber irgendwas habe ich da im Hinterkopf. Zumindest soweit Lord... Drachenlord, Rainer. Du nennst dich Drachenlord. Zumindest soweit der Drachenlord es erfahren hat. Na also, geht doch. Ich werde mich niemals unterwerfen. Aber vielleicht kann man ein Bündnis schließen. Eine Kooperation. Finde ich toll, wie subtil er das macht. Das war übrigens ironisch gemeint. Denn der Drachenlord herrscht über eine Kraft, über die nicht einmal Lord Abaddon herrscht. Blähungen? Wir werden sehen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, es war erhellend. Vor allem fand ich schön, dass du das spontan gemacht hast und man überhaupt nicht merkte, dass du wirklich von Halbsatz zu Halbsatz rendern musst, um zu überlegen, wie geht die Geschichte jetzt weiter? Es schien mir wirklich so, als hättest du da ein fertiges Skript gehabt oder eine Geschichte, die schon komplett fertig in deinem Kopf ist, die du einfach nur flüssig und ohne inhaltliche Widersprüche erzählst. Das hat mich tief beeindruckt. Das war die Geschichte vom Drachenlord. Ich gebe zu, er ist ein bisschen... dick? Ja. Er ist ein bisschen von sich eingenommen. Narzisstisch. Und falls es jemand nicht bemerkt hat, ich habe anscheinend eine zweite Persönlichkeit. Rainer, bei dir passen noch ein paar weitere rein. Obwohl er damals noch sehr schlank war, muss man echt mal sagen. Ich glaube, der hatte sogar noch Hals und Ohren. Ja, auf YouTube und vor allem für YouTube-Partner ist das ja nicht unbedingt was Ungewöhnliches, dass entweder die Möbel sprechen oder die Stimme aus dem Äther. Ja, die Stimme aus dem Äther bei einem zu Hause wohnt oder eben auch eine gespaltene Persönlichkeit. Ich erinnere nur mal an Chan. Chan von Apple hat ja auch so eine gespaltene Persönlichkeit, auch wenn die lange nicht mehr aktiv war. Ich glaube, dieser Chan tut nur so. Wie auch immer. Der Drachenlord ist meine gespaltene Persönlichkeit, meine zweite Persönlichkeit. Und der Drachenlord ist, ja, eine sehr starke Persönlichkeit. Stark worin? Geruch? Es ist sehr schwer, ihn... Ja, er ist sehr schwer, das stimmt. In seinem eigenen Körper zu haben. Jetzt rein räumlich, kann ich nachvollziehen. Ja, ich überlege, wie ich den Satz beende. Die Kraft des Drachenlords ist etwas, das man einfach nur in sich spüren kann. Ich lege mal lieber seinen Stab beiseite, sonst kriege ich Ärger. Die Kraft des Drachenlords ist auf jeden Fall etwas, das sehr schwer in sich aufzustauen ist. Also sowas wie Verstopfung? Der Drachenlord ist eben der Lord der Drachen. Und jeder, der sich mit Drachen auskennt oder jeder, der über Drachen sich schon mal informiert hat oder halt irgendwie für Drachen sich interessiert, weiß, dass ein Drache intelligenter ist als ein Mensch. Stärker als als das stärkste und größte Wesen der Welt und mit magischen Fähigkeiten ausgestattet ist. Und ein Fabelwesen ist, das es nie gab. Die selbst die Kräfte der Elfen verblassen lassen. Naja,
Komisch, dass trotzdem in jedem Märchen die Drachen von irgendwelchen popeligen Rittern einfach so niedergemäht werden. Der Drachenlord ist jetzt jemand, der diese ganze Kraft plus seine eigene Kraft besitzt. Das bedeutet, er ist teilweise sehr unausgeglichen. Das heißt, er hat manchmal, er ist eben stur wie ein Drache, wenn man so möchte. Ja, niemals knien und Demut zeigen. Er ist stärker als ein Drache. Muss er ja, weil ein Drache würde nur den folgen, der stärker ist als er selbst. Echt? Dann sind Drachen aber ziemlich dumm. Allerdings, und da hört mir bitte ganz genau zu. Okay. Hört ihr auch zu? Bitte jetzt genau zuhören, das ist wichtig. Die Drachen hatten nie etwas gegen die Menschen. Die kannten die Menschen ja noch gar nicht. Ich meine, der Lord hat euch ja erzählt, die Drachen sind gegangen, bevor die Menschen existiert haben. Seht ihr, das war nämlich vor über 2000 Jahren. Und die Menschen gibt's erst seit 2000, mittlerweile 23 Jahren. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie kann es dann sein, dass die Menschen von Drachen wissen? Wie kann es sein, dass Drachen überall in der Kultur auferstehen, auftauchen? Nun, es ist eigentlich ganz einfach. Der Drachenlord hat seine ganze Existenz lang, er hat ja kein eigenes Leben mehr, er ist ja unsterblich. Wenn man unsterblich ist, hat man kein eigenes Leben? Soll das irgendwie eine Art Sinn ergeben, oder? Das passt doch gar nicht zusammen, Rainer. Wenn man unsterblich ist, hat man ein eigenes Leben. Es dauert halt nur ewig. Er hat seine ganze Existenz lang, ist er durch die Welt gereist, den ganzen Planeten umkreist hat er. Und auf die Art und Weise hat er halt die Legende der Drachen erhalten. Er hat hier mal einen Zauber gewirkt, da mal eine Stärke ausprobiert. Und auf die Art und Weise hat er halt für die Existenz, also für den Glauben an die Existenz der Drachen gedacht. Und ja. Okay, Rainer, und den Satz jetzt bitte nochmal so, dass er Sinn ergibt. Ihr habt gehört, irgendwann werden die Drachen wieder kommen. Ich persönlich freue mich schon drauf. Ich hoffe sehr stark, dass die irgendwann wieder kommen wird. Rainer, verlass dich nicht zu fest drauf, dann wirst du nicht enttäuscht. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch einfach mal gefallen. Und wenn der Drachenlord wieder zu mir spricht, beziehungsweise wieder zu euch sprechen möchte, dann werde ich euch auf jeden Fall Bescheid geben. Ich werde ein Video machen und dann werden wir zusammen über den Drachenlord sprechen. Wenn der Drache zu uns spricht, macht er ein Video und dann reden wir zusammen über den Drachen? Was? Danke euch fürs Zuschauen. Metal und bleibt so wie ihr seid, dann passt die Scheiße. Euer Drachenlord 1510. Tschüss. Okay, ich hoffe, ihr wisst jetzt alle Bescheid. Alle Klarheiten sind beseitigt. Ich habe keine Ahnung, was jetzt war. Ich muss jetzt erstmal... Ich brauche eine Flasche Uso oder Rum oder ich weiß es auch nicht. Ich melde mich ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin möge das mit euch sein.